Es ist so, dass unsere Eltern schon sehr lange im Feinkosthandel tätig sind und die haben eine Großhandlung. Also wir sind schon von klein auf eigentlich involviert in das ganze Thema, haben unsere Sommerurlaube schon ständig bei irgendwelchen Lieferanten verbringen müssen und sind einfach mit der Materie einfach auch aufgewachsen. Ne? Und wir haben uns irgendwie gedacht, es hat sich alles so in letzter Zeit so entwickelt, dass die Märkte immer größer werden, immer weniger Beratung da ist. Und es ist einfach sehr schade, weil dadurch verschwinden auch die guten Produkte vom Markt. Man muss ja irgendwo rechtfertigen, dass der Preis einfach ein bisschen höher ist. Das hat halt mit der Qualität zu tun. Und wie kriege ich es rüber? Am besten, wenn ich direkt mit dem Kunden spreche, ihn probieren lasse und ihn beraten kann. Das war jetzt unser großer Traum, einfach das mal direkt machen zu können. Also das Besondere ist, dass man alles probieren kann bei uns. Wir machen jedes Produkt auf, egal was es ist. Wir sind ja hier in einer Küche. Das ganze Konzept ist ja auch eine Küche. Lebensmittel werden in der Küche gebraucht. Dort kann man sie dann also auch kaufen. Deswegen haben wir alles so eingerichtet wie eine Küche. Dann natürlich wollen wir einfach öfters mal etwas machen, dass jemand kommt und kocht. Also ob es jetzt nur einer unserer Lieferanten ist, der mit seinen Produkten mal den Kunden zeigt, was man machen kann, wie man es machen kann und wie es schmeckt. Oder ob wir selber jetzt einfach mal eine Pasta warm machen und den Leuten zeigen, wie man die Soßen dazu benutzen kann. Solche Geschichten eben einfach, dass man live dabei ist. Essen und Trinken und Wohlfühlen.